Hallo und willkommen zurück zu Pokémon Feuerrot. In der Zwischenzeit war ich trainieren, aber nicht so stark, wie ich das angekündigt habe. Die Pokémon, die hier verfügbar sind, sind einfach zu schwach und da trainiere ich mir einen Wolf. Aber da ich keinen Wolf im Inventar habe, habe ich das gelassen, genau. Tauboga jetzt auf Level 20, Pikachu auf 22, Nidoking auf 20. Ansonsten ist alles beim Alten geblieben. Na gut, dann wollen wir mal weitergehen. Letzte Episode haben so viele von diesem schönen Bill hier geschwärmt mit seinen ach so legendären Pokémon. Den müsste man jetzt unbedingt kennenlernen. So, irgendwer wäre hier noch aus Maulville, da unten auf jeden Fall einer. Ich habe deine Vorstellung aus dem Gras heraus beobachtet. Oh, du bist einer der Leute heimlich beobachtet. Aus dem Gebüsch raus und das schon in jungen Jahren. Kuno heißt der Camper und der hat eine lila Ratte. Ist das nicht was? Oh, Level 14, das geht ja. Das freut mein Glutexo. Können wir das gleich ein bisschen anfeuern? Naja. Blut ist anscheinend immer noch sehr effektiv, obwohl nicht dran steht, dass es sehr effektiv ist. Aber One-Shot ist One-Shot. Mensch, der sortiert seine Pokémon aber auch nach Farbe. Nochmal ein lila Vieh. Na gut. Tschüss, Rettern. Boah. Da habe ich ein Glück den Mund nicht so voll genommen und wir haben ihn tatsächlich besiegt. Ich habe wohl doch nichts gesehen. Ja, ja. Besser so. Sonst sage ich deinen Eltern, dass du hier der Perversling im Busch bist. Ein Hornliu. Mit Level 7. Ich habe schon Hornliu. Brauche ich nicht. Weg mit dir. Na gut. Muss ja hier nicht jetzt im Grasfeld weiter mit dem Training machen, sondern wir müssen voranschreiten. Irgendwie. Ein Item. Anziehung. Wird eine romantische Folge heute. Hab ich so im Eindruck. So. Ist hier irgendwie ein seltenes Pokémon drin? Nein, es ist ein Raupi. Wer hätte das gedacht? Boah. Das verbrennen wir dann auch gleich mal. Und dann haben wir schöne, schöne Wanderer, die da rumstehen. Ich glaube, die wollen uns alle auf die Fresse hauen. Na, schauen wir mal. Ich habe immer noch kein Wasservieh. Außer das Carpador, aber das werde ich nicht einsetzen. Naja. Mein Glutexo kann Metallklaue, das muss reichen. Ich komme gerade vom Mondberg und bin topfit. Kasper. Der heißt Kasper. Ein Macholo. Auch noch nicht gesehen bis jetzt. Sehr schön. Metallklaue. Ja, ordentlich am Rücken kratzen muss das Ding. So. Wunderschön, ein neues Level. Und keine neue Attacke. Hätte ja klappen können. Ein Kleinstein, auf Englisch Geodude. Dann wollen wir das auch mal kratzen. Metallklaue war ja relativ gut gegen das. Ja. Bisschen Leben hat's noch, aber dem werden wir gleich ein Ende bereiten. In Schattenreich mit dir. Wunderbar. Du hast schwer gekämpft. Und wir gewinnen fast einen halben Tausender. Ne, wir haben mehr als einen halben Tausender bekommen. Da war meine Mathe kurz offline. Du möchtest zu Bill, aber erst wird gekämpft. Was nehmen sich die Leute hier eigentlich raus? Noch so ein dicker Wanderer. Zumindest dick angezogen. Ein Onix. Da krieg ich ja wieder Flashbacks an Rocco. Das hat, glaub, auch Level 17 gehabt. Nee, das bei Rocco hat, glaub, Level 14 gehabt. Das ist hier aber keine Herausforderung mehr. Ja. Mit dem Kreideschrei kannst nichts anfangen. Ich auch nicht. Keine schöne Attacke. Nein, geh doch drauf. Ja klar, und mich hier physikalisch angehen, kann ich gar nicht ausstehen. Tschüss Onix.
Alvaro wurde besiegt. Ich gebe auf. Ja, mit dem Geld. Und das wird ein Teenager sein. Ich lerne noch, wie die aussehen. Die Trainer der Gegend kommen zum Üben hierher. Aber warum? Und warum seid ihr so schwach? Oh, nicht nochmal ein Radfratz. Ich freue mich auf die erste Episode ohne das Pokémon. Wird noch ein bisschen dauern, schätze ich. Ein Habitat, na immerhin. Ein schönes Pokémon. Viel zu selten sehen wir das. Und jetzt sehen wir es auch nur so kurz. Mensch, mein Glutexo ist echt gut vorbereitet. Ludger wurde besiegt. Du bist richtig gut. Dankeschön. Wusste ich schon vorher. Ich nehme das Kompliment doch gerne an. Ich habe in Orania City mit meinem Papa auf der MS Anne eine Party besucht. Eine schöne Yachtparty. Ein Fleckmon, auch ein sehr schönes Pokémon. Das ist mein Spirit Animal. Das wird vom Typ Wasser sein, zumindest irgendwas Wässriges ist da drin. Das heißt, Feuer und Metall scheinen nicht gut zu funktionieren. Jetzt haben wir das gelernt und können entsprechend darauf reagieren, indem wir ein Pikachu draufwerfen. Bevor meinem Glutexo hier arg was passiert. Nein, es hat mich getackelt, aber wir werden es schocken. Ja, wunderbar. Noch einmal und dann kriegt Pikachu vielleicht auch mal einen ordentlichen Batzen EP. Das wäre ja nicht schlecht. Na komm schon. Mindestens 5000 EP dafür. Das wäre es mir doch wert gewesen. 180. Schade eigentlich. Ich bin nicht sauer. Musst du dann nicht ankündigen. Ich habe nicht gefragt. Picknickerin oder Camperin? Hallo, mein Freund ist cool. Schön für deinen Freund. Ruth heißt die, was für schöne deutsche Namen das Spiel damals gewählt hat. So seltsame, so veraltete. So, Glut einsetzen, wir wollen uns ja nicht vergiften. Ja, würde sagen, das hat nochmal geklappt. Und noch ein Nidoran, aber ein weibliches. Ja, gleiche Strategie. Gleiches Ergebnis. Naja, perfekt. Ich war nicht in Form. Welche Ausrede dir auch immer hilft besser zu schlafen. So, nochmal ein Wanderer. Ich bin auf dem Weg zu einem Pokémon-Sammler. Ja, wir alle hier gefühlt. Wir alle hier. Oh, 4 Pokémon. Ein Kleinstein, ein kleiner Stein. Und, na gut. Wenigstens auf so einem Level, wo die Kämpfe leicht gehen, also One-Shot sind. Level 27, hurra! Grimasse. Nee. Gut. Die muss man nicht lernen. Nein, ich werde das Pokémon erstmal nicht wechseln, aber danke der Nachfrage. Metallclaw hat sich bewährt, ich bleib dabei. Ist schön, dass dabei immer noch mein Angriff steigt. Das heißt, jede Attacke wird stärker. Nein, bei noch einem Kleinstein mache ich jetzt keinen Rückzieher. Frag mich, ob das vierte auch einfach ein Kleinstein auf Level 13 ist. Irgendwie fände ich das witzig, wenn er viermal das identische Pokémon hätte. Vielleicht ist mein Humorgetriebe heute auch einfach kaputt. Nee, ein Macholo. Na gut. Bisschen Abwechslung musste wohl sein. Das wird auch ihm zu langweilig. Na komm. Das wird aber ein Two-Shot. Nö, auch nicht. Na gut. Minoru wurde besiegt. Du hast mich besiegt.
Ey, das hat jetzt aber nicht für die Hälfte von einem Tausender gereicht. Greif nochmal in die Tasche. Dieser Sammler besitzt viele seltene Pokémon. Da bin ich mal gespannt. Ich bin richtig cool. Ich habe eine Freundin. Ah, die Dialoge damals waren schon besser als in den heutigen Spielen. Mensch, ich klinge ja wie meine Eltern. Früher war alles besser. Ja, also, einmal Glut einsetzen. Radfratz kann ich immer noch nicht leiden. Hat sich seit 2 Minuten nichts getan, überraschenderweise. Und nochmal ein Retter an. Die Kombi hat man heute aber schon. Dafür muss ich jetzt einen Punkt abziehen. Die Schlange hat mich bedroht. Ihr habt's genau gesehen. Das heißt, das ist jetzt nur Notwehr. Ja, ich hatte keine andere Wahl. Gut, den haben wir besiegt. Ein Item. Geheimpower. Damit können wir in diesem Spiel damit Basen schon errichten oder war das eher in den anderen Spielen? Egal, wir versuchen es. Sinelbeere. Ja, keine Ahnung. Wird sich der Bärenpuder-Typ drüber freuen, wenn wir damit was machen? Ich wusste, dass wir miteinander kämpfen würden. Ich hatte auch so eine Ahnung. Er heißt Yannick. Okay, das ist zumindest ein Name, der noch modern ist. Mit einem Pokémon, das nicht mehr modern ist, aber gleich ist es eh weg. So. Serpensortia. Mal meine Harry Potter Zauberspruch Knowledge hier einsetzen. Avada Kedavra. Ah. Geklappt. Klappt doch immer der Zauberspruch. Außer bei Harry. Ich wusste auch, dass ich verlieren würde. Na gut. Was du nicht alles weißt, du Knirps. Wieso hast du mich dann angegriffen? Oh, und der Endboss. Meine Freundin hat so ein süßes Pokémon. Ich bin fruchtbar. Neidisch, okay. Komische Stelle, um das hier abzuschneiden im Text. Elisa. Die elektronische Lisa. Die hat ein Pflanzen-Pokémon. Da freut sich das Blutexo. Ein Taubsi, da freut sich das Blutexo auch. Pflanzen und Flugviecher sind sein Lieblingsnahrung. Ja, und nochmal ein Level up. Dauert echt lang, bis man Flammenwurf lernt. Ich dachte, das lernt man auch bei der Entwicklung. Wahrscheinlich bei der nächsten. Gut, nochmal ein Miraplan. Und weg damit. Ist nur Unkraut. Sehr gut. Ich bin nicht sauer. Ach, du bist auch nicht sauer. Wieso sagt mir das heute so oft jemand? Ist hier noch was ich irgendwie machen kann? Wollen die auch kämpfen? Hallo, bist du alleine hier? Wenn du am Kap von Azuria City bist, solltest du jemanden dabei haben. Warum? Das Kap ist beliebt bei Pärchen. Die Arena-Leiterin Misty hat hohe Erwartungen an diesen Ort. So. Küstenhaus, hier wohnt Bill. Ist er das nicht in seinem Pipi-Kostüm und cosplayt gerade wieder? Hier ist ein PC. Auf dem PC läuft ein Programm zur Steuerung des Teleporters. Hallo, ich bin ein Pokémon. Spaß beiseite, ich bin keins. Nenn mich einfach Bill. Ich bin ein waschechter Pokémaniac. Glaubst du mir nicht? Mir ist ein Experiment missglückt. Dabei wurde meine Zellen mit denen eines Pokémon kombiniert. Wie sieht es aus? Hilfst du mir? Natürlich. Ich gehe in den Teleporter und du startest von meinem PC aus das Zellteilungsprogramm. Das kriege ich hin. Lukas hat den Zellseparator in Gang gesetzt. Na, wollen wir schauen, ob da wieder ein Mensch rauskommt.
Ja, Tatsache, da ist er ja. Klasse, danke, Kumpel. Du hast bei mir etwas gut. Bist du hier, um dir meine Pokémon-Sammlung anzusehen? Eigentlich nicht. Nein, das ist schade. Wie kann ich dir nur danken? Nimm einfach das hier. Ein Bootsticket, dankeschön. In Orania City ankert ein großes Kreuzfahrtschiff, die MS Anne. An Bord befinden sich nur Trainer. Sie haben mich zu einer Party eingeladen, aber ich mag so viel Trubel nicht. Hättest du Lust hinzugehen? Ja, natürlich. Warum nicht? Okay, das haben wir schon gelesen. Das bringt nichts. Ja, ich weiß, das hast du schon gesagt. Können wir hier noch irgendwas einsammeln? Verschiedenfarbige Lichter blinken. Ja, so stelle ich mir Technik auch vor. Na gut, dann hat er gerade nichts für uns. So ein Mist. Ich dachte, wir kriegen ein Evoli. Anscheinend nicht. Na gut, dann wird das hier der richtige Weg nach unten sein. Gleich begegnen wir endlich dem Team Rocket-Rüpel, den wir hinter dem Haus erspähen konnten. Vielleicht auch nicht. Ah, Mist. Ah, der Polizist hat sich bewegt. Die Leute hier wurden beraubt. Das Team Rocket steckt hinter dem abscheulichen Verbrechen. Das hat man letztes Mal schon. Ja, ja, sogar die Polizei ist machtlos. Ich hab davon gehört. Ui, 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 was haben die hier mal wieder angerichtet? Das Team Rocket braucht den Schaufler sicher für irgendeine Schandtat. Das glaube ich auch. Dieses gemeine Team Rocket. Hör dir an, was sie wieder verbrochen haben. Sie haben den Schaufler gestohlen. Eine TM, mit der Pokémon Löcher graben können. Der Schaufler war sündhaft teuer. Ja, das tut mir leid für euren Schaufler. Die Indizien hier sprechen für einen Einbruch. Ach, bist du sicher? Mensch, du solltest echt Privatdetektiv werden. Hey, bleib draußen, du hast hier nichts zu suchen. Was ich hier tue? Ich bin nur ein unschuldiger Passant, was? Glaubst du mir etwa nicht? Keine Ahnung, du hast das Outfit deiner bösen Organisation an. Oh, ein Macholo. Wie reagiert das auf Blut? Ernst gemeinte Frage? Überraschend negativ. Das ist doch mal gut zu wissen. Oh, Traumato. Ein Pokémon, das mir in Figur und Aussehen gleicht. Nur ich bin feuerempfindlicher, muss ich sagen. Hab neulich mal wieder auf eine heiße Herdplatte gelangt. Ich würde das nicht empfehlen. War zwar unabsichtlich, wehgetan hat's aber trotzdem. Ist gut, ich gebe auf, ich verschwinde. Sehr gut. Okay, ich gebe die gestohlene TM zurück. Und hier mit der TM28. Ich gehe wohl besser, tschüss. Ja, sieht wohl so aus. Können wir mit der Polizei reden? Ich habe ja deren Fall hier gelöst. Gibt das ein Kopfgeld? Ja, nee, das ist derselbe Text. Ja, na gut. Dann geben wir es nicht zurück. Das heißt, wir klauen das jetzt praktisch weiter. Okay. Was weg ist, ist weg. Ich werde Dick dabei bringen, ohne den Schaufler zu graben. Na gut. Positive Einstellung des Kerlchen. So, müssen wir nach rechts? Nein, ich habe ja noch gar nicht den Zerschneider. Tipps für Trainer. Einem Pokémon kann ein Item zum Halten gegeben werden. Manche Items können sogar vom Pokémon im Kampf eingesetzt werden. Das sind ja mal Tipps heute. Ich glaube, hier in der Mitte ist die Pokémon-Pension. Pension. Da pennen die Pokémon. Bin mir aber nicht sicher. Dort werde ich mein Carpador einliefern. So, was mache ich jetzt, damit ich das fangen kann? Ein Kratzer. Ja, hat sogar ausgehalten. Her mit dem Myrampla. Ich will ja auch so eine gute Pokémon-Sammlung bekommen wie der Bill. Pokéball.
Tu das, wofür du gekauft wurdest. Das war nicht, wofür du gekauft wurdest. Ich mag's, dass die Pokebälle dann unbrauchbar effektiv irgendwo im Gebüsch liegen. Relativ teures Spielzeug, wenn sowas schief geht. Na komm schon. Sehr gut. Hätte mich auch gewundert, wenn das Miraplar sich so quer stellt. Ein neuer Eintrag im Pokédex. Sein wissenschaftlicher Name lautet Odium Wanderus. Nachts soll es knapp 300 Meter auf seinen zwei Wurzeln zurücklegen. Das sind zwei süße Wurzelchen, die es da hat. Ja, rein in die Box. Da kannst du dich nicht mehr bewegen. Da ist ja die Pension. Ich leite diese Pension. Soll ich eins deiner Pokémon großziehen? Ja. Carpador. Okay, kümmere mich eine Weile um Carpador. Komm später wieder vorbei, um es abzuholen. Das werde ich garantiert nicht machen. Und dann ist es irgendwann auf Level 100. Da haben wir noch einen Tunnel. Hier haben wir nur einen Weg nach oben. Na gut. Jetzt sind wir wieder auf Route 5. Ja, die Frage. Tunnelfahrt Azuria City, Urania City. Ich schiebe hier Wache. Oh, ich bin so durstig. Halt, stopp, der Durchgang ist gesperrt. Ach, dem müssen wir was zu trinken bringen. Ich erinnere mich. Dann müssen wir doch wohl diesen kleinen dunklen Untergrundtunnel nehmen. Besitzt du ein Nidoran? Willst du es gegen Nidoran tauschen? Nee, gerade nicht. Schade. Find ich auch. Ach, wieder diese schöne Musik. Musik der Nostalgie. Schon viele Leute haben Dinge auf dem Tunnelfahrt verloren. Ich weiß aber, ich habe noch gar keinen Item-Detektor. Das wird ja krampfhaft. Ja gut, da steht einfach nochmal Tunnelfahrt dran. Wer hätte es gedacht, dass am anderen Ende dasselbe steht? Mein gutes Pokémon, zumindest Level 13. In freier Wildbahn, das freut mich. Vor allem für Trainingszwecke gut geeignet. Was haben wir denn hier oben? Ah, nochmal den gesperrten Durchgang, weil der Werte hier einfach nur durstig ist. Und ein Käfermopser. Ein Käfersammler. Man findet hier draußen nicht viele Käfer. Nelson. Und Nelson hat ein Hornliu, das sich noch nicht entwickelt hat. Keine Ahnung, ich dachte, das entwickelt sich relativ früh. Ist egal. Das wird sich nicht mehr entwickeln. Das muss erstmal wieder zusammengepuzzelt werden. Zumindest die einzelnen Ascheteilchen. Nochmal ein Hornliu. Gut. Ich hätte in ein Pokémon-Center gehen sollen. Ich erkenne meinen Fehler jetzt. Ich habe ja kaum noch Glut auf der Hand. Ein Raupi. Ein Raub-Pokémon. So ungefähr. Weg mit dir. Nein, ich beliebe nicht zu scherzen. Das habe ich noch aus dem Augenwinkel mitbekommen, was der da lesen wollte. Was der da gesagt hat. Wer da? Hey, hör auf, uns heimlich zu belauschen. Entschuldigung. Dachte, ihr sagt irgendwas Privates oder Intimes. Shiggy. Der hat einen Shiggy, das gefällt mir. Dann wird Pikachu von mir in den Kampf geschiggied. Aber auch das Shiggy auf Level 20, warum kein Turtok? Was soll denn das? Wo Shillok? Soll das eine Überraschung für uns bleiben? Oder es gibt einfach Shillok und Turtok in meiner Version nicht. Da gibt's nur Shiggy. Boah, wunderbar.
Na gut, Günther wurde besiegt. Ich kann einfach nie siegen. Das tut mir leid für dich. Und du willst dann auch... Entschuldige, aber das hier ist Privatsache. Erstellt euch mal nicht so an. Yay, ein Radfratz. Ich hatte schon Hoffnung so langsam, dass wir die los sind. Zumindest für eine Weile. Aber anscheinend nicht. Wir haben so eine kurze Phase, wo wir Radfratz los sind, keine Weiterentwicklung davon haben und irgendwann fangen dann an, die Radikals zu kommen. Also ich würde den Mittelteil dann doch sehr genießen. Ein Pikachu! Oh, nicht feuerfest, der kleine Racker. Sehr schön, Level 29. Oh, Nancy wird besiegt. Grill, ich hasse es zu verlieren. Ja, fang keinen Streit mit jemandem Besseren an. Dich habe ich noch nie gesehen. Bist du ein guter Trainer? Finden wir es raus. Bastian. Und der Bastian hat ein... Smetbo. Schönes Pokémon. Da kann ich mich... Nein, ich habe keine Glut mehr. Ja, wollte ich nicht drücken. Metallklaue wird nichts bringen. Na gut. Oh, geht. Hab ich mir schlimmer vorgestellt. Nein, paralysiere mich doch nicht. Nein, kein Superschall. Ich brauche jetzt nicht noch eine Verwirrung. Generell bin ich verwirrt genug. Sehr gut. So, die Frage ist jetzt, die wollen auch nochmal kämpfen. Kommt danach noch irgendwie eine... Kommt gleich eine Stadt danach? Ah, ich bin eh reingelaufen beim Gucken. Kämpfen? Meinst du mich? Na gut. Na gut, dann habe ich keine andere Wahl. Mein Glutexo ist zwar ziemlich ramponiert und ich wäre echt lieber in ein Pokécenter gerannt, aber irgendwie wird das noch klappen müssen. Metallklaue. Habe ich einen Paraheiler auf der Hand. Das wird dir schon mal helfen. Beutel gegen einen Paraheiler. Wunderbar. Oh je, ein Windstoß. Ich hoffe, dass mein Schwanz nicht ausgeht. Also die leuchtende Flamme an meinem Hinterteil. Metallklaue bringt, glaube ich, hier auch wieder nichts. Oh, es geht. Dann wird es Zeit für einen Kratzer. Nochmal ein Taubsi. Dann würde ich mal nicht von der Strategie abweichen. Ja, mach mich ruhig fertig mit dem Ruckzuckhieb. So schnell bin ich halt nicht. So, noch einmal Kratzer. Und noch ein Taubsi. Mensch, die hat so abwechslungsreiche Pokémon wie ihr und hier. Genauso abwechslungsreich wie meine Strategie hier. Aber ist echt schon das Erfolgsrezept, deswegen warum jetzt ändern? Das hat nicht ganz geklappt. Ja, fällt dir wohl auch auf. So, dann noch ihren Freund da. Hörte ich da jemanden vom Kämpfen sprechen? Nee, ich glaube, da hast du dich verhört. Raphael. Was hat der Raphael denn? Ein Habitat. Immerhin ein Pokémon, das ich mag. Das tut mir jetzt echt leid, dass ich dich besiegen muss. Ja. Ich kann die Tränen kaum zurückhalten. Nein! Nein, kein Radikal. Nein, nicht jetzt schon. Mag ich auch nicht. Ist ja die Weiterentwicklung von Radfratz, wenn ich mich nicht irre. Oh. Wieso? Nein, geh doch nicht daneben, du Attacke. Ja, Hyperzahn. Toll gemacht. Und Ruckzuckhieb. Toll gemacht. Mein Nemesis hat mich besiegt. Na gut.
Auf geht's, Nidoking. Ich will hoffen, dass du das schaffst. Was hilft? Mega-Hieb. Muss helfen. Hui! Schießt ins Weltraum! Na gut. Raphael wird besiegt. Ich hätte es besser überhört. Ja, das sehe ich auch. So, bitte Stadt, bitte Stadt, bitte Stadt. Stadt! Ach, da kommt noch eine Passage eventuell. Ja, ja. Heilen, heilen, heilen. Egal, was sie dafür tun müssen. Machen sie meine Pokémon wieder gesund. Dankeschön. Sehr gut. Und ich würde sagen, damit sind wir am Ende von der Episode. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.